Randstad erklärt Zeitarbeit. Das ist Anne. Sie ist Buchhalterin und liebt ihren Job. Klar, schließlich genießt sie einen abwechslungsreichen Berufsalltag und regen Umgang mit Menschen. Nebenbei baut sie damit ihre Kompetenzen aus. So glänzt Anne schon jetzt mit viel unterschiedlicher Praxiserfahrung in zahlreichen Unternehmen. Und das bei einem Arbeitgeber. Wie das möglich ist? Ganz einfach. Anne arbeitet in der Zeitarbeit, also bei einem Personaldienstleister. Ein Personaldienstleister ist ein Arbeitgeber, der andere Unternehmen dadurch unterstützt, dass er ihnen die eigenen Mitarbeiter für einen bestimmten Zeitraum überlässt. So kann ein Kundenunternehmen große Aufträge umsetzen, die es sonst vielleicht sogar hätte absagen müssen. Der Zeitarbeitnehmer ist dabei ganz normal beim Personaldienstleister angestellt. Von ihm bekommt er sein festes Gehalt, inklusive Sozialleistungen, Urlaub, Kündigungsschutz und viele mehr. Und das auch, wenn gerade kein Kundenunternehmen seine Hilfe braucht. Die Besonderheit? Zeitarbeitnehmer sammeln Praxiserfahrung an verschiedenen Arbeitsplätzen. Annes Freund Christian ist gelernter Schlosser und möchte auch Farbe in seinen Berufsalltag bringen. Unter den Personaldienstleistern hat er sich den Marktführer ausgesucht. Weil die das dichteste Niederlassungsnetz haben, kann er hier auf intensive Vor-Ort-Betreuung bauen. Gesagt, getan. Christian geht mit seinen Bewerbungsunterlagen zur nächsten Niederlassung von Randstad. Klasse! Der Vertriebsdisponent Daniel sieht viele Einsatzmöglichkeiten für Christian. Gemeinsam planen sie seine berufliche Entwicklung. Die behält Daniel fest im Blick, wenn er die Einsatzorte aussucht. Christian ist froh, dass Daniel ihm ab jetzt immer mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch an seinem ersten Arbeitstag. Daniel macht Christian fit für den neuen Einsatz und führt ihn heute sogar vor Ort in den neuen Arbeitsplatz ein. Christian ist begeistert. Er freut sich schon auf die vielen spannenden Einsätze, die auf ihn warten. Auch Anne ist gut gelaunt. Heute hat das Kundenunternehmen ihr eine Übernahme angeboten. Klar, bei welchem Arbeitgeber kommen Flexibilität, Kontaktfreudigkeit und Praxiserfahrung nicht gut an? Danke fürs Kompliment. Weil ihr der Job so gut gefällt, nimmt Anne das Angebot gerne an. Auch Christian bekommt ein Übernahmeangebot von seinem Einsatzbetrieb. Er will aber lieber die unterschiedlichen Arbeitstechniken erlernen, die in den verschiedenen Metallbetrieben zum Einsatz kommen. Und das bietet ihm nur die Zeitarbeit. Zeitarbeit. Mehr Informationen unter www.randstad.de.